So, meine Lieben, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom International Man of the Match Fatal. Und ihr seht schon oben im Titel, heute mit Part Nummer 5. Und damit der letzten Folge, bevor wir reinstarten werden ins große YouTuber-Turnier. Wobei, so groß ist es ja diesmal nicht. Aber bevor es in die K.O.-Phase geht, kleine Info da schon mal vorneweg. Die K.O.-Phase wird nächste Woche starten. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Aber heute, wie gesagt, erstmal die letzten zwei Matches, die letzten zwei Online-Spiele, die wir bestreiten dürfen. Ich bin sehr gespannt. Und ihr seht im Hintergrund, zwei Positionen müssen wir jetzt erstmal noch anpassen, ne? Nämlich das letzte Paar, das gewonnen hat. Und dann natürlich noch zwei, die ihr euch heute wieder aussuchen könnt. Und da geht es um zwei wichtige Positionen. Rechter Stürmer und der Stürmer. Das sind die zwei Karten, die heute nochmal ausgetauscht werden. Sprich, Mahrez und Jamie Vardy. Werden wir dann mal schauen. Ich bin eigentlich mega zufrieden mit den beiden. Ich meine, guckt euch den Vardy an. 50 Spiele, 44 Tore, 32 Vorlagen. Eine Silberkarte. Und wir haben meistens in letzter Zeit entweder den Footy Cup gespielt oder Liga 1. Also das ist gut. Das ist stark. Und Mahrez mit ähnlich geilen Stats. Also am liebsten würde ich die gar nicht loswerden. Aber wir müssen dementsprechend heißt heute ganz, ganz viele Coins erspielen, damit wir da ziemlich geile Upgrades vornehmen können. Das dann wie immer am Ende der Folge. Und in dem Sinne heute nochmal, wenn es euch gefällt, lasst ein Däumchen nach oben da, Jungs, aufpassen, nicht 4000. Ich sag heute, vielleicht schaffen wir die 5000 Likes. Wäre eine geile Geschichte. Kurz bevor wir reinstarten ins in die K.O.-Phase, ins YouTuber-Turnier, würde ich mich sehr drüber freuen. Von dem her, lasst ein Däumchen nach oben da und lasst natürlich auch ein Abo da, wenn ihr noch nicht Abonnent seid, damit ihr dann das YouTuber-Turnier schön mitverfolgen könnt. Aber bevor wir gleich reinstarten, zunächst natürlich noch das Paar, das im letzten Video gewonnen hat, nämlich Gianluigi Buffon. Dafür habt ihr euch entschieden. 93er Team of the Season Variante. Guckt euch einfach die Stats an. Ich sag einfach mal gar nichts dazu. Richtig geile Karte. Buffon, den ich eh abnormal feiere in FIFA. Und im zentralen Mittelfeld nochmal ein Team of the Seasoner. Wieder mal einer von Atletico Madrid. Nämlich Koke, der Spanier. Auch richtig geile Stats. Wir haben jetzt nur, und damit habt ihr euch ja für die offensivere Variante entschieden. Hab ich ja gemeint. Wir hatten ja noch zur Wahl den guten Busquets. Das Einzige, und das werden wir heute gleich mal feststellen, das einzige Problem könnte sein, wie gesagt, dass ein Nainggolan Hoch-Hoch-Arbeitsraten hat, dass ein De Bruyne Hoch-Mittel hat und dass ein Koke Hoch-Hoch hat. Da müssen wir schauen, dass wir in der Defensive trotzdem ordentlich stehen. Werden wir heute auf jeden Fall ein bisschen testen und wie gesagt versuchen, einige Coins rauszuspielen. Ich habe vorne, ja, so 3, 4 Ideen, die aber davon abhängig sind, wie viel Coins wir spielen. Also, wenn möglich, so um die 250 bis 300k. 300 wäre ein neuer Rekord. Und das wird verdammt schwierig, aber das wollen wir hinkriegen, damit das funktioniert, damit wir das schaffen. Ich habe auch leider kein Testspiel vorher gemacht, weil ich jetzt unfassbar heiß bin. Dementsprechend Daumen drücken, dass das funktioniert. Lasst, wie gesagt, gerne ein Däumchen nach oben da. Und damit würde ich sagen, gibt es nichts mehr zu besprechen. Wir starten rein. Die letzten beiden Matches in Fatal in der Gruppenphase, in der Vorbereitung. Let's go. Und damit ist also unser erster Gegner gefunden. Und ich habe ein bisschen Angst. Effenberg. Eine Legende mit am Start vorne, Team of the Season, Ben Yedder, dann Lacazette, der auch OP ist. Dahinter haben wir Payet, Rooney im ZM. Ich habe links leider nicht mehr geguckt. Heißt, vielleicht ein relativ offensives Mittelfeld. Vielleicht kriegen wir da die Lücken, ich bin gespannt. Wir brauchen einiges an Coins. Let's go. Schöner Ball von De Bruyne, kein Abseits. Hazard. Und dann ist Lloris da. Erste Möglichkeit, 5. Minute, richtig starker Start. Was macht der vorne? Unser Capitano. Mit der Möglichkeit, und auch die Ecke war nicht schlecht. Schauen wir mal, ob wir den direkt spielen können. Vardy, hätte ich vielleicht mal chippen sollen. Egal, guter Start, wenige Minuten gespielt, aber noch keine Coins, noch kein Tor. Das muss sich ändern. Vardy, ja, zu eng. Hazard macht das vielleicht ganz gut. Hazard macht stark. 1:0, 9. Minute, Eden Hazard. Unser Fatal-Spieler trifft im ersten Spiel als erster Spieler. Hatten wir das schon mal? Ich glaube nicht. Wir sind ja so ein bisschen problematisch unterwegs, was Tore von Fatal-Spieler angeht. Wobei dieses Jahr besser als letztes, beziehungsweise im letzten Male, als wir mit Vardy gespielt haben. Aber wunderbar, 1-0, 30k kommen in den Checkpoint. Das ist wunderbar. Das ist ein guter Start. Gut von Chiellini. Godin. Hazard, da muss der rein. Nochmal die Flanke nach hinten. Nochmal der Kopfball, der nicht ankommt. Oh, Hazard mit der zweiten Riesenchance. Der Belgier, und den muss er halt eigentlich echt machen. Den muss er machen. Dann wären wir bei 60k Coins. Wie geil wäre das? Guter Ball, guter Ball, guter Ball! 2:0! Mahrez macht den runter nach der Flanke von De Bruyne. 29. Minute. Wir stehen bei 50k. Einmal Hazard, einmal der gute Mahrez. Jungs, weitermachen. Weiter. Wir brauchen entweder viele Tore oder einen Rage Quit. Und zwar einen in Durchgang 1. De Bruyne, macht ihn, er macht ihn rein! 3:0!
Schönes Ding, Freunde, 45. Minute. Ganz komische Geschichte, aber das ist dann so ein typischer FIFA-Schuss. Die gehen so oft rein, Loris reagiert gar nicht, unhaltbar, 3-0, De Bruyne, Mahrez, Hazard macht insgesamt, wo stehen wir? Ich glaube bei 70k. Also rein in die Pause, 3-0 der Spielstand, geht meiner Meinung nach völlig in Ordnung, sind die klar bessere Mannschaft, Gegner leider nicht mit einem Quid in Halbzeit 1, dementsprechend vielleicht auch positiv, weil wir Chancen haben, noch ein paar Tore zu machen, ne? Let's go, Hazard, come on, come on, gut. Gut, Hazard, Hazard, und dann ist der drin. 4-0. Gerade reden wir davon und dann kriegen wir die nächsten 30k Coins oben drauf. Heißt, wir dürften jetzt genau bei 100.000 Coins stehen, die im Jackpot sind. Das klingt viel, vor allem in, viel. Vor allem in 4-0 ist ein richtig gutes Ergebnis, aber 100k. Es ist gut, es ist sehr gut, aber ich will ein bisschen mehr. Wir haben es angesprochen im Intro. Es wäre so geil, wenn wir die 300.000 Coins schaffen würden. Und dazu brauchen wir heute und hier auf jeden Fall noch 2 Tore in diesem ersten Match. Nein, Golan, komm nochmal, Hazard, kein Abseits, ja, kein Abseits, nix, Schiri, nix. Nochmal abgelegt, De Bruyne, da ist Vardy, 5-0. Yes, Mann, 120.000, come on, so kann's laufen, so muss es laufen, weitermachen. Wir haben keine Zeit, ihr seht's, ich bin heute ein bisschen mehr am Skippen dann, wenn die Wiederholung ist. Zelebrier das nicht ganz so doll, aber, wie gesagt, selbst ein 5-0 in Fatal für das, was ich eventuell vorhab, ist halt nun mal ein klein wenig zu wenig. Von dem her, weitermachen, 20 Minuten bleiben uns noch. Geht noch ein bisschen was. Hazard, stark gemacht. Hazard, richtig stark gemacht. Dann wird er da meiner Meinung nach fast ein bisschen gefault und dann geht er rein, 6-0. Eden Hazard macht ihn bisschen glücklich, das Ganze. Unser Kapitän, ich glaube mit dem dritten Tor. 150.000 Coins, Jungs. Das Teilziel ist erreicht für diese Folge. Nämlich 150k. Aber wenn wir schon mal dabei sind, dann versuchen wir natürlich auch nochmal mehr. Da ist Koke. Nochmal der Schuss, der geht dann drüber. 83. Minute. Vielleicht geht noch ein Türchen mit Hazard oder so. Das wäre so unfassbar wichtig und unfassbar stark. Schluss aus vorbei, Jungs. Wir gewinnen am Ende mit 6-0. Dreimal Hazard, wenn mich nicht alles täuscht. Das gucken wir uns jetzt gleich nochmal an. Dreimal Hazard, einmal Vardy, einmal Mahrez, einmal De Bruyne. Macht insgesamt 3x 20, 60. 3x 30, 90. 150.000 Coins. Das ist ein sehr guter Start. Allerdings ist das Problem, wir brauchen damit im Rückspiel wieder einen 6-0. Oder halt den Quid in der ersten Halbzeit plus ein paar Tore. Wir brauchen viele Coins. Es wird wichtig. Ich meine, ich kriege auch ein geiles Team mit wenig Coins zusammen. Aber ich will es jetzt nochmal richtig, ich will nochmal richtig Gas geben, nochmal alles raushauen, damit ich euch geile Paare anbieten kann. Ihr seht es, 15 Schüsse, 10 davon aufs Tor. Mehr als verdient gegen Merseyside Red. Und in dem Sinn gehen wir rein in den zweiten Durchgang, beziehungsweise nicht in den zweiten Durchgang, ins zweite Match. Let's go. Und damit haben wir unseren zweiten Gegner gefunden. Net 6 and Chill. Okay, Icardi, Team of the Season am Start. Links Perisic, der ziemlich starke Stats hat. Rechts Cuadrado, Nainggolan, Marquisio, Pereira, Bonucci, Basagli, die habe ich leider nicht erkennen können. Heißt, ziemlich gute Truppe. Ich bin sehr gespannt. Rein ins zweite Match. Viele Coins erspielen und hoffentlich am Ende geile Paare für euch raussuchen können. Was in Deutsch, aber okay, egal. Rein geht's. Gut gemacht. Vardy, come on, mach den. Ich probiere es jetzt mal. Spitzer Winkel 1-0. Der geht sogar rein. Ich dachte mir, okay, vielleicht hole ich eine Ecke oder so raus. Egal. Erste richtig gute Möglichkeit. 1-0. Jamie Vardy, gutes Ding. Unser Gegner ist echt stark. Huiuiui. Also, viel Coins erspielen wird schwierig. Von dem her, wir werden es natürlich versuchen, um Gottes Willen, aber unser Gegner ist echt nicht schlecht. Macht jetzt da den Patzer und mein Pass kommt nicht an. Aber das ist schon mal ganz gut. 20k oben drauf heißt, wir stehen aktuell bei 170.000 Coins für diese Folge. Schön gemacht, schön gemacht. Koke. Keeper hat den Hazard. Koke, was ist denn das jetzt hier? Meine Güte, Riesenchance. Ich will da keinem den Vorwurf machen. Es war ein sehr spitzer Winkel, aber mit ein bisschen mehr Glück geht er irgendwie rein. Richtiges Chaos da vorne drin. Zweite einigermaßen ordentliche Chance. Bleibt beim 1-0. Gut, komm. Hazard, macht den. Eden Hazard mit der Riesenchance. Hazard und er macht den rein. 2-0. Weitere 30.000 Coins kommen in unseren Jackpot, kommen oben drauf. Damit stehen wir bei genau 200.000 Münzen. Weitermachen, Jungs. Weiter. Jetzt ein Rage-Quit wäre halt überragend vom Gegner, weil 100k werden wir in dieser Folge, glaube ich, nicht mehr spielen. Heißt, wir wären bei 300.000 Coins und das wäre bombastisch. Aber ich glaube nicht, dass der quittet. Vielleicht, wenn wir das dritte noch hinkriegen in Durchgang 1, was schwierig wird, dann könnte ich es mir vorstellen. Kriegen den Ball da nicht geklärt. Ums Verrecken nicht. Chiellini, weg. Was ist das? Huch, ganz tief durchschnaufe. Da hatte FIFA mal einen kleinen Moment keinen Bock mehr auf uns. Ganz komische Geschichte.
Und damit gehen wir rein in die Pause. Boah, mein Herz. Nicht, dass wir da wieder Coins abgezogen bekommen. Wäre nicht gut. Wäre absolut nicht gut. Dementsprechend rein in die Pause. Ich denke, es geht in Ordnung. Aber wie gesagt, unser Gegner ist nicht der Allerschlechteste. Der macht eine gute Partie. Macht es uns sehr, sehr schwierig, was Tore angeht. Wir hatten jetzt zweimal ein bisschen Platz. Dann haben wir das gut nutzen können. Aber sonst verdammt enge Kiste. Und von dem her konzentrieren rein in den zweiten Durchgang. Chiellini gegen Icardi, Jungs. Den müssen wir kriegen, den Ball. Chiellini konnte sich nicht durchsetzen und dann ist der drin. Oh, was ist denn das für ein komisches Ding, Mensch? Kriegt er den noch unter 20k wieder abgezogen? Wir stehen leider nur noch bei 180.000. Erstes Gegentor in dieser Folge übrigens. Haben wir bisher defensiv stark gemacht und auch da, ja, ich dachte, der haut den jetzt dann noch drüber. Aber war knapp, war sehr knapp. Let's go, come on, weitermachen. Wir brauchen noch ein paar Tore. Hazard, gut gespielt. Vardy, jawohl, 3-1. Da hätte ich Vardy schon eins früher spielen können. Hab ein bisschen lang gebraucht. Wir stehen wieder bei 200k. Haben das Ganze wieder aufgerundet, Jungs. Wunderbar. So kann es weitergehen, aber es ist immer noch zu wenig. Also zumindest mal 250 wären stark. Zumindest 250.000. Aber wie gesagt, wir haben da leider nicht den schlechtesten aller Gegner gerade getroffen. Nicht wie zuvor, sondern der ist wirklich stark. Dementsprechend, das wird echt eine Hausnummer noch werden. Gut von Koke. Kein Abseits, kein Abseits. Vardy, jawohl, 4-1. 220.000 Coins. Also aktuell knacken wir den Gegner dadurch, dass wir schnell umschalten. Die letzten 10, 15 Minuten hat eigentlich nur er den Ball. Oder letzten 20. Da kommen wir irgendwie gar nicht hin. Machen das dann hier richtig stark. Vardy mit dem vierten Treffer, mit dem 10. heute insgesamt in dieser Folge. Und damit, wie gesagt, 220.000 Coins, die wir für die letzten beiden Paare, für den Stürmer und den rechten Stürmer aktuell zur Verfügung haben. Also Jungs, Schluss aus vorbei. Wir gewinnen am Ende mit 4-1. Das ist ein ordentliches, das ist ein gutes Ergebnis. Aber damit haben wir uns in diesem Part, was haben wir uns jetzt erspielt eigentlich? Ich glaube, wir stehen insgesamt bei 220.000 Coins. Werden wir gleich nochmal schauen. Der Gegner hatte auch ein paar gute Chancen, allerdings viele, viele Distanzschüsse dann auch am Ende, wo er einfach mal drauf gekloppt hat. Was soll ich sagen? Und machen und tun. Wir wollen hier reinschauen, in die Bewertung. Also, Vardy 3 Tore macht 60k plus Hazard 1 macht 90, minus 20 macht 70. Dementsprechend, ja, dürfte bei 220.000 Coins stehen. Das muss passen. Ich guck mal, was wir uns davon so für Paare leisten können. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Nach langer Beratungszeit, Freunde, haben wir nun, oder habe ich nun also die Paare ausgewählt. Es war eine verdammt schwierige Geschichte. Nur mal ganz vorneweg, ihr seht es da unten schon so ein bisschen gespoilert. Ja, aber, um euch mal in meine Lage rein zu versetzen, die beiden da vorne, die müssen ja raus, sprich Mahrez weg, sprich Vardy weg. Heißt, ihr seht den guten De Bruyne, der braucht noch einen Link. Sprich, wir brauchen auf jeden Fall einen aus der Premier League oder wir brauchen einen Belgier. Dementsprechend war die Wahl nicht ganz so einfach. Und das Problem ist, wenn wir da vorne den Belgier hinstellen, brauchen wir auch nochmal einen Strong Link zum Stürmer, damit dann der rechte Stürmer voller Chemie ist. Alles gar nicht so einfach gewesen, aber ich habe mich am Ende für folgende zwei Paare entschieden. Wir hätten natürlich auch nochmal Mahrez und Vardy upgraden können. Allerdings hätten wir dann nur in Anführungszeichen den 80er Vardy haben können und wahrscheinlich den, ich weiß es gar nicht, ich schätze mal 83 oder was der hat, Hero, Mahrez und, ich weiß nicht. Dementsprechend habe ich mich für zwei andere Paare entschieden und zwar unter anderem, ja, ein Footy ist mit dabei. Aber wir machen alles der Reihe nach. Option 1, Paar Nummer 1, ihr könnt wie immer abstimmen oben über die Infokarten. Einfach auf das i klicken und dann für Paar 1 oder Paar 2 wählen. Diego Costa, 87er Rating. Eigentlich nicht so wirklich mein Spielertyp, aber, und das habe ich im Stream schon ein paar Mal angesprochen, der hat bei mir unfassbar gute Stats. Dementsprechend habe ich mir gedacht, stellen wir den zur Auswahl. Diego Costa und einer, der mir unfassbar gut gefallen hat. Zwar nicht der 85er, das ist übrigens hier der Footy, Freunde. Das ist ein Footy. Zwar nicht der, sondern der 83er Willian. Der Inform war richtig stark. Dementsprechend denke ich, wird der Footy genauso sein. Sprich, die beiden vom FC Chelsea, Costa und Willian zusammen. Wäre Option 1. Oder Option 2 mit Antoine Griezmann. Leider Gottes nur der 87er Inform. Für den 88er hat es von den Coins leider Gottes nicht gereicht. Dementsprechend eher 89 Tempo, 90er Dribbling, 90er Schuss, 85er Passspiel, 74er Füße. Richtig geile Stats. Erst ein Spiel mit ihm gemacht. Ich habe dann, wenn, den 88er gespielt, den ich noch im Verein habe. Sprich, das wäre Option 2 zusammen mit dem guten Ferreira Carrasco. Eine Karte, die zwar nur eine 80 hat, aber auch richtig gute Stats. 87 Pace, 86er Dribbling, 77er Schuss, 76er Passspiel. Und ihr seht's, zwei Spiele, zwei Tore, zwei Vorlagen. Auch der ist richtig, richtig stark. Sprich, lasst euch da auf jeden Fall nicht
vom Rating-Blenden, Jungs. In dem Sinn, das sind die zwei Optionen, 87er Costa und 85er Willian oder 87er Griezmann und 80er Carrasco. Wie gesagt, stimmt gerne ab über die Infokarten und dann würde ich sagen, war es das soweit erstmal für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da, vielleicht schaffen wir die 5000 Likes. Ich würde mich sehr freuen. Ich hoffe, ihr seid gehypt auf die K.O.-Phase, auf das Turnier dann gegen die anderen YouTuber. Und nicht vergessen, am Wochenende oder Anfang nächster Woche kommt nochmal ein kleiner Special-Vorbereitungspart, wie man es auch immer nennen will, online. Könnt ihr euch drauf freuen. Und in dem Sinn wünsche ich euch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Macht's gut, haut rein. Bis dahin, euer Badeschlappen. Servus.